Die Zahl der Menschen in Berlin wurde kürzlich nach unten korrigiert. Bei einer anderen Spezies ist dagegen kein Schwund zu beobachten. Rattus norvegicus, die Wanderratte, gedeiht überall da, wo humane Städte ihren tierischen Mitbewohnern genügend Nahrung hinterlassen. Wie viele es genau sind, kann niemand sagen. Fest steht nur, willkommen sind die Ratten nicht. Einer, der täglich mit ihnen zu tun hat, ist Mario Heising. Sein Beruf Schädlingsbekämpfer. Sein heutiges Ziel, ein Objekt im Stadtteil Friedrichshain. Wir haben hier schon seit geraumer Zeit massiven Befall, gerade in der Grünanlage, relativ stark. Und arbeiten hier seit Anfang Juli. Und mittlerweile sind die Begehungen hier verkürzt worden, dass wir mindestens zweimal die Woche hierher gehen, Köder austauschen. Und vorne liegt schon das erste Tier. In den vergangenen 14 Tagen hat Heising hier über 20 tote Ratten eingesammelt. Dabei verenden noch weit mehr Tiere im unterirdischen Tunnelsystem. Der Grund für den massiven Nagerbefall ist schnell identifiziert. Gucken Sie, hier sind Nahrungsangebot, Leichtverpackung, da ist immer noch ein bisschen was mit drin an Nahrungsmittel. Ja, unten sind die ja meistens offen. Oder? Wie kommt man da ran? Der Sack ist ja noch nicht mal drin. Ja? Also somit ist es für die Ratte natürlich überhaupt kein Problem, da ran und da reinzugehen. Schön dicht bewachsen, der Müllstammplatz. Ja? Können Sie hinten schön hoch und so weiter. Und schon ist alles gut. Der Nachtisch für die Ratten kommt heute aus Heisings Giftkiste und wird mit Tücke platziert. Um den Nagetrieb der Tiere anzuregen, kommt der Köder mitsamt Verpackung in den Rattenbau. Sie sehen jetzt hier, wie es schön nach unten geht und eigentlich geschützt ist wie ein Bergbaustollen. Ja? Wir haben an der Seite die Trägerpfosten, also was hier natürlich bloß Stöcker sind, aber das ist ein richtig schönes, massives Bauwerk. So, ich biete den Tieren an, ja nicht so weit zu laufen, bringe ihnen den Köder direkt ein. Der wird jetzt hier befestigt, damit er auch nicht irgendwie auf Wanderschaft geht, wo er nicht hingehört. Und die Ratte kann hier unten fressen. Wir haben das Essen ihr ja nach Hause gebracht. Ja, sie braucht also ja nicht großartig suchen. Die meisten der gefundenen Kadaver kommen in die städtische Tierverwertung. Und einige wenige landen auf der Ostseeinsel Riems bei Greifswald. Im Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Hier werden die Hauptstadtratten obduziert. Schließlich sind die Nager potenzielle Krankheitsüberträger und damit ein Gesundheitsrisiko. Wir bekommen die Ratten in gefrorenem Zustand eingeschickt. Die werden dann nur noch im Hochsicherheitsbereich bearbeitet. In diesem Hochsicherheitsbereich werden entsprechende Organproben entnommen. Diese Organproben werden dann auf verschiedene Krankheitserreger, unter anderem Hantaviren, Hepatitis E-Virus und weitere bakterielle Erreger untersucht. Bis zu 20% der lichtscheuen Großstädter tragen gesundheitsgefährdende Erreger in sich. Darunter auch ein besonders unangenehmer Darmkeim, für die Forscher ein Grund zur Beunruhigung. In Berlin haben unsere Kollegen multiresistente Escherichia coli Bakterien gefunden. Das ist insofern von großer Bedeutung, weil diese multiresistenten Bakterien ein großes Problem in der Therapie von schwer erkrankten Personen darstellen. Man ist bei diesen Patienten dann darauf angewiesen, auf andere Antibiotika umzustellen, was große Probleme in der Therapie darstellt. In Berlin gibt es seit einem Jahr sogar eine offizielle Rattenmeldepflicht. Für das Gesundheitsamt ist vor allem der Pasedack-Platz in Weißensee ein tierischer Brennpunkt, der unter die Lupe genommen wird. Vorne kann man zum Beispiel schön sehen, wie die Hecken also verunreinigt sind. Und hier werden eben nicht nur Papier- und Müllreste abgelagert, sondern eben auch organische Abfälle. Und da haben die Ratten natürlich ein gefundenes Fressen. Bei optimalen Bedingungen wirft eine Ratte 4-mal bis zu 8 Junge im Jahr. Und die Überlebenschancen in der Stadt sind gut. Zustände, die radikale Gegenmaßnahmen erforderlich machen. Wir hatten jetzt schon angedacht, die ganze Hecke einfach runterzuschneiden. Auch in der Pflege wäre das natürlich einfacher. Obwohl diese Hecke wunderschön ist, aber für unsere Tiere und Ratten eben auch. Nicht nur ober-, sondern auch unterirdisch wird die Schlacht geschlagen. Jeden Tag kommen 9 Teams der Wasserbetriebe zum Einsatz. Jäger und Gejagte haben dabei überraschend viel gemeinsam.
Die Ratten nutzen im Endeffekt die Kanalisation genau wie wir unsere Straßen oben, unten als Straßen und kommen überall ran. Und die Ratte sucht sich natürlich den schnellsten Weg, genau wie wir Menschen. Und wenn wir jetzt einkaufen gehen wollen, gehen wir hier drüben in den Supermarkt. Bei der Ratte fließt es einfach vorbei. Fressen in der Kanalisation, Nisten im Keller und den Zutritt in die Wohnstube ermöglichen alte Rohre. Bilder einer Überwachungskamera. Der Rattenbefall in der Unterwelt ist eindeutig. Gucken wir mal hier. Oh. Und hier unten ist auf dem Bankett zu sehen Rattenkot. Wie wir sehen, ist auch das Bankett sehr trocken. Wasser fließt wenig. Die Ratte kann sich optimal zwischen den Kellern bewegen. Sie muss nicht groß tauchen. Und deswegen wird sie sich hier öfter aufhalten. Ist eine gute Stelle, um den Köder auszubringen. Und ich denke, dass wir das nächste Mal hier einen guten Abfraß haben. Und wenn in dem Moment, wo wir Abfraß haben am Köder, wissen wir auch, dass die Ratte gestorben ist. Heisings Waffenarsenal ist vielfältig. Das Gift zu 100% tödlich. Der Einsatzort bestimmt die jeweilige Bekämpfungsmethode. Hier haben wir verschiedene Rattengifte. Hier sind lose Haferflocken drin. Hier haben wir Festköderblöcke. Die Wirkstoffe, die hier drin haben, sind in der Regel alle Blutgerinnungshemmer. Die führen dazu, dass die Tiere innerlich verbluten. Schlagfallen werden überwiegend eingesetzt, gerade in bewohnten Räumen. Und die Tiere eben nicht irgendwo im Hohlraum verenden, ob es in Revisionsschacht ist, Fußbodenbereiche oder ähnlichem, wo denn die Geruchsbelästigung dazukommt. Massiver Fliegenbefall kann dazukommen. Und ich sag mal, da ist ja das hygienische Problem eigentlich viel, viel größer, denn, als wie es vielleicht gewesen wäre, wenn ein Tier lebend durch den Raum gerannt wäre. Doch manche Tiere sind einfach zu schlau für Heisings Fallen. Diese Ratte hat der Schädlingsbekämpfer per Videokamera studiert. Hier in dem konkreten Fall war das so, dass die Ratte wahrscheinlich mitgekriegt hat, wie ihre Brüder und Schwestern in solchen Schlagfallen getötet wurden. Und wir haben die dann einfach ausgetauscht in Fallen, die bloß noch einen Bügel haben. Also sprich, dieser Bügel hier halt so nicht visuell sichtbar, sondern nur der schlagende Bügel. Ganz einfache Holzfalle im Baumarkt gekauft und hatten dann eben auch Erfolg. Teilerfolge. Mehr können Schädlingsbekämpfer und Gesundheitsämter nicht erreichen. Die Ratten in einer Großstadt ganz auszurotten, ist unmöglich.